Das kleine Uruguay macht selten internationale Schlagzeilen. Hier gibt es auch keine spektakulären Landschaften. Doch die von Pferden und Rindern geprägte Alltagskultur sucht auf dem amerikanischen Kontinent ihresgleichen. Und in einem ist Uruguay weltweit führend, dem Bestreben, eine glückliche Gesellschaft zu formen. Uruguay liegt zwischen seinen beiden großen Nachbarn Brasilien und Argentinien an der Atlantikküste. Die Hauptstadt Montevideo liegt südöstlich von Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens. Mein Ziel ist das Gaucho-Städtchen Tacuarembó im Norden. Montevideo ist die mit Abstand größte Stadt Uruguays. Im internationalen Vergleich ist sie mit knapp 1,5 Millionen Einwohnern zwar nicht riesig, aber hier lebt fast die Hälfte der Landesbevölkerung. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen hier recht friedlich zusammenleben. Anscheinend begrüßen sie die neuen Gesetze, die zur Entwicklung einer gerechten und fortschrittlichen Gesellschaft beitragen sollen. Arbeitslosigkeit und Kriminalität sind hier kein Thema. Man kann sich überall völlig angstfrei bewegen. Es gibt kaum Analphabeten. Ohne große Diskussionen hat Uruguay Marihuana, Abtreibung und Homo-Ehe abgesegnet. Das hiesige Gesundheitssystem können andere südamerikanische Staaten nur neidvoll bewundern. Insgesamt, glaube ich, geht es den Menschen hier viel mehr darum, gemeinsam glücklich zu sein, als sich zu bekämpfen. Das ist toll. An diesem Platz beginnt die Hauptstraße, die Straße des 18. Juli, dem Unabhängigkeitstag Uruguays. Prozent der Einwohner Uruguays leben in Städten. Das Land ist nur spärlich besiedelt. Knapp die Hälfte der Menschen wohnt in Montevideo. Sämtliche landwirtschaftlichen Produkte, die im Umland erzeugt werden, landen erst einmal in Montevideo, um dann von dort aus per Schiff in alle Welt exportiert zu werden. Wir sind ein kleines Land. Das macht ein friedliches Zusammenleben relativ einfach. Auch wir hatten vor ein paar Jahrzehnten Phasen der Gewalt. Aber daraus haben wir gelernt. Und keiner will, dass sie sich wiederholen. Wir sind tolerant, nicht weil uns Gott das in die Wiege gelegt hat, sondern weil wir wissen, wohin Intoleranz führt. Eine gesunde, breite Mittelschicht ist wichtig, damit sich keine zu große Kluft zwischen Superreichen und Armen bildet und damit soziale Gerechtigkeit herrscht. So sieht ein Bauernmarkt in Montevideo aus. Der hat hier einige Jahrhunderte Tradition. Die Leute wundern sich, was ein Fremder hier verloren hat. In jedem Viertel gibt es einen Markt, eine Feria, die einmal pro Woche stattfindet. Das ist für die Leute hier eine Alternative zum Supermarkt. Die Märkte haben eine lange Tradition in der Stadtkultur Montevideos. Hier kommt man her, um gute, frische Produkte zu kaufen. Montevideo ist eine Hafenstadt, aber der größte Teil des Fischs, der hier gefangen wird, geht in den Export. Der Rest wandert vor allem in Restaurants. Fisch kommt selten auf den Tisch, vielleicht einmal die Woche. Wir sind eine Nation von Fleischessern. Wir lieben Rindfleisch. Das nachbarschaftliche Miteinander ist uns bis heute wichtig. Wir sind ja nicht sehr viele, man kennt sich untereinander. Selbst wenn man einen Fremden trifft, stellt sich oft heraus, dass man gemeinsame Bekannte hat. Das ist typisch für uns Montevideanos. Unsere Stadt hat viel zu bieten.
Von kulturellen Veranstaltungen über historische Stätten bis hin zu Museen und Kulturzentren. In der abwechslungsreichen Stadtgeschichte spielen Immigranten und ihre mitgebrachten Kulturen eine große Rolle. Man findet hier Einflüsse aus Polen, Litauen, Spanien, Italien, Frankreich. Ein interessanter kultureller Mix. Befreundete Anthropologen würden mich jetzt daran erinnern, auch die Ureinwohner zu erwähnen. Ihre Spuren, wie auch die afrikanischer Kulturen, sind ebenfalls präsent. In Montevideo verschmilzt das alles miteinander. Aber das Wichtigste ist soziale Gerechtigkeit, die Umverteilung von Reichtum. Daran arbeitet unsere Regierung. Das ist unser Weg. Montevideo gehört zu den spannendsten Städten Südamerikas. Aber der Rest des Landes ist kaum oder gar nicht besiedelt. Er besteht zum Großteil aus kleineren landwirtschaftlichen Anwesen, auf denen Rinder und Schafe gezüchtet werden. Vor allem im Nordwesten ist die jahrhundertealte Gaucho-Kultur sehr lebendig. Morgens nach dem Aufstehen trinkt man erst einmal Mate-Tee. Er weckt die Lebensgeister und macht richtig wach. Wenn wir den Mate-Tee getrunken haben und langsam die Sonne aufgeht, gehen wir hinaus, füttern Hühner und Schweine. Anschließend werden die Kühe gemolken. Da wir die Kälber in Boxen halten, müssen wir die Muttertiere melken, bevor wir sie zusammen mit den Kälbern auf die Weide lassen. Dann holen wir die Pferde aus dem Stall, satteln sie und machen einen Kontrollritt über die Weiden. Denn es gibt immer wieder Kühe oder Schafe, die sich verirren. Wir schauen nach, ob es allen Tieren gut geht, untersuchen sie auf Parasiten im Fell und, falls notwendig, behandeln wir sie gegen Zecken. So sieht mehr oder weniger der Tagesablauf eines Gauchos aus. Alle Leute in der Umgebung von Tacuarembó bereiten sich das ganze Jahr über auf das große Gaucho-Fest vor. Auch wir, obwohl wir 55 Kilometer bis nach Tacuarembó reiten müssen. Der Umzug ist das Highlight des Jahres, die Gelegenheit, um sich zu präsentieren, um vor den Augen von Bekannten und Freunden vorbeizuparadieren. Es ist ein gutes Gefühl, zu zeigen, dass man sich mit seiner Kultur identifiziert. Das ist frisch gemolkene Milch fürs Frühstück. Später wird sie daraus etwas kochen, das ich aus meiner Kindheit kenne: Milchreis. Das Brot hat sie gestern Abend gebacken. Das ist ein Weizen-Vollkornbrot mit Milch im Teig. Brot und Gebäck werden in diesem Ofen gebacken. Das ist ein Holzofen, der von außen befeuert wird. Das ist praktisch, denn im Winter wird es auch hier ganz schön kalt. Dann wollen alle, dass gebacken wird. Man steht so nah wie möglich davor, während es draußen Minusgrade hat. Clara reitet in die Schule, die 4 Kilometer entfernt ist. Der Unterricht dauert von 10 bis 15 Uhr, also reitet sie um 9 Uhr los und ist um 16 Uhr wieder hier. Es ist Pulga. Warum Pulga? Es ist so klein. Warum? Pulga heißt Flo. Es ist unser kleinstes Pferd. Ich liebe es, zur Schule zu reiten. Wirst du nach der Schule hier bleiben? Nein, ich werde nach Tacuarembó gehen müssen, um dort die weiterführende Schule zu besuchen. Was soll ich tun?
Früher waren die Schulen auf dem Land anders. Als ich klein war, besuchten 40, 50 Kinder diese Schule. Heute sind es noch 5 oder 6. Viele Familien sind mittlerweile in die Städte gezogen. Wir mussten die 5 Kilometer laufen. Zu Fuß? Ja, wir hatten keine Pferde und oft nicht einmal feste Schuhe. Wir zogen die Schuhe erst in der Schule an. Heute haben die Kinder alles, Schuhe, Pferde, das ist jetzt anders. Das erste Mal hat mich meine Mutter auf dem Schulweg begleitet. Seitdem reite ich immer allein. Ich finde es genial. Wenn im Tal die Früchte reif werden, die Mandarinen zum Beispiel, dann bewerfen sie mich manchmal damit, wenn ich vorbeireite. Die Schule liegt dort hinter dem Hügel. Ich galoppiere gerne. Das macht mir total Spaß. 2007 hatten wir noch 100 Einwohner. Davon sind 25 noch im selben Jahr weggezogen. Die Bevölkerung auf dem Land schwindet. Nur wenige bleiben hier und die Familien sind klein. Keiner hat mehr 10 Kinder, sondern im Durchschnitt 3 oder 4. Meine Großmutter hatte 17 Geschwister. In den ländlichen Gegenden Uruguays ist Landflucht, wie fast überall auf der Welt, ein echtes Problem. Diese Schule hatte einmal 50 Schüler, jetzt sind es noch 10. Aber in diesem speziellen Fall ist das Schulgebäude eine private Schenkung an die Regierung, unter der Bedingung, dass es geöffnet bleibt, solange es auch nur einen Schüler gibt. Deshalb gibt es hier trotz der extrem niedrigen Schülerzahl noch eine Lehrerin, die diese Kinder unterrichtet. Die Kleinen reiten auf dem Pferd hierher, nehmen das Sattelzeug ab, verstauen es und setzen sich dann zum Frühstück hier an den Tisch. Danach beginnt der Unterricht. Gewöhnlich behandeln wir Themen, die mit ihrem Alltag zu tun haben. Die meisten Kinder beteiligen sich ja auch an den Vorbereitungen für das große Gaucho-Fest und andere Veranstaltungen, für die beispielsweise die traditionellen Häuser nachgebaut werden. Auf diese Weise können wir dazu beitragen, unsere Kultur, unsere Sitten und Gebräuche zu erhalten. Wir untersuchen, welche Dinge sich verändert haben und was gleich geblieben ist. Das kann man bei den Festivals sehen, aber oft bringen die Kinder auch Fotos von zu Hause mit, von Dingen, die bis heute in Gebrauch sind, wenn auch nicht überall. Das ist echte Reitkunst auf den 3 Fotos. Wir versuchen, sie alle in den kleinen Pferch zu treiben. Die Anthropologin Susan Lobo hat mir von dieser Gaucho-Region und dem Leben dort erzählt. Sie wohnt nicht weit von der Schule. Wir haben sie von der Koppel geholt. Uruguay hat mich schon immer interessiert. Es gehörte zu den lateinamerikanischen Ländern, die ich noch nicht kannte. Ich wollte etwas mit Pferden machen, denn ich reite gern und ich wollte viel draußen sein. Ich sage immer, ich bin wegen der Pferde hergekommen, aber wegen eines Gauchos geblieben. Haben Sie sich schon mal gefragt, woher die Wolle Ihrer Jacke kommt? Hier wird geschoren auf althergebrachte Art. Der Großteil der Wolle auf dem Weltmarkt wird viel professioneller gewonnen mit Motorscheren. Aber das ist für die Schafe nicht sehr angenehm, während diese Methode sehr sanft ist. Allerdings braucht man dazu Erfahrung. Nelson macht das schon seit vielen Jahren. Die Schaffelle benutzen wir als Sattelauflage. Man hatte sie auch dabei, wenn die Herden zu Fuß begleitet wurden. Früher gab es ja noch keine Lastwagen oder Viehkarren. Aus den Fellen macht man sich dann sein Nachtlager. Das ist bis heute so. Wenn ich diese Arbeit 20 oder 30 Jahre verrichten würde, bekäme ich wahrscheinlich auch das echte Gaucho-Feeling. Diese Schaffelle sind wirklich perfekt. Für solche Hungerhaken wie mich kann ein Sattel ganz schön hart sein. Aber mit Fell ist es super bequem und ich halte mich schon über 5 Minuten im Sattel.
Diese großen Vögel mit den weiß gestreiften Flügeln heißen Terrotero. Sie reagieren auf alles, was ungewöhnlich ist. Das bemerken die Hunde, die wiederum die Gauchos alarmieren, wenn sie die Vögel nicht hören. Eine tolle Zusammenarbeit. Jedes Zuchttier in Uruguay trägt einen elektronischen Chip. Dank der integrierten Technologie werden Informationen gespeichert. So weiß jeder im Supermarkt ganz genau, wo ein Kalb geboren wurde oder wo eine Kuh herkommt. Alle Tiere leben im Freien, auf offenem Gelände. Sie können sich dort frei bewegen. Uruguay ist kein Paradies für Vegetarier, denn Fleisch ist ein Hauptnahrungsmittel. Mancherorts gibt es kaum etwas anderes. Ob Würste, Spanferkel, Hühnerteile oder ein ganzes Rind vom Grill, Fleisch ist der Grundpfeiler der Küche Uruguays. Auf der Fiesta de la Patria Gaucha drängeln sich 50.000 Menschen, die auf eine große Portion Fleisch warten. Deshalb wird die ganze Zeit eine Feuerstelle am Laufen gehalten. Als Grillroste werden alte Bettgestelle zweckentfremdet. Die ganze hungrige Meute muss abgespeist werden. Die Grillstelle ist von sechs Seiten zugänglich und mindestens zwei Mann sind durchgehend beschäftigt. Wirklich viel Fleisch. Aber so liebt man das in Uruguay. Solch eine traditionelle Hütte zu beschreiben, ohne sie zu sehen, ist schwierig. Hier auf dem Fest gibt es 12 davon. Und jede repräsentiert eine Siedlung aus früheren Zeiten. Diese hier zum Beispiel erinnert an eine spanische Siedlung aus dem späten 17. Jahrhundert. Die Spanier brachten Kühe mit und verwendeten deren Felle beim Bau ihrer Hütten. Die Ureinwohner errichteten Hütten aus Gras, das sehr gut isoliert. So war es darin im Winter warm, im Sommer kühl. Jahr für Jahr kommen Vertreter aus diesen alten Siedlungen, Weilern und Dörfern zur Fiesta und bauen ihre typischen Hütten auf. Sie bleiben eine Woche hier stehen und verschwinden dann wieder. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Gaucho-Festes. In der näheren und weiteren Umgebung von Tacuarembó machen sich alle bereit für den großen Tag, für die Fiesta de la Patria Gaucha hier in der Stadt. Sie stehen frühmorgens auf, wenn der Nebel noch in den Tälern liegt, satteln ihre Pferde und reiten in die Stadt zum Umzug. Ich habe Nelson gefragt, warum sie den Pferden einen Knoten in den Schwanz binden. Früher, als die Leute noch viele Wildpferde hatten, die gezähmt werden mussten, gehörte das mit dazu. Ein Knoten im Schwanz war ein Zeichen dafür, dass das Pferd zahm war. Heute ist das nur noch eine Sitte, an der man festhält, weil es hübsch aussieht. Ein Pferd musste für alles herhalten, um Kranke zum Arzt zu transportieren, um Einkäufe nach Hause zu bringen, um auszureiten. Pferde waren und sind unser Ein und Alles. Wir benennen die Pferde nach ihrer Fellfarbe. Es ist nicht üblich, den Pferden einen eigenen Namen zu geben. Ich war 2 Jahre alt, als ich zum ersten Mal im Sattel saß. Als ich mit 6 in die Schule kam, bin ich immer ganz alleine hingeritten. Ich kann mir mein Leben ohne Pferde nicht vorstellen. Ich bin von klein auf an sie gewöhnt. Ich weiß nicht, wie es ohne sie wäre, aber wahrscheinlich nicht besonders schön. Mit 9 Monaten war ich zum ersten Mal beim Umzug mit dabei. Mein Vater hatte mich vor sich in den Sattel gesetzt. In den letzten 17 Jahren habe ich den Umzug kein einziges Mal verpasst.
Das Reiten der Parade liegt mir sozusagen in den Genen. Mittlerweile wird auch geduldet, dass Mädchen keine Kleider mehr tragen, sondern Hosen und Reitstiefel, wie die Jungs. Und sie können ganz offen mit ihrem Freund, ihrem Verlobten oder ihrem Ehemann zusammenreiten. Meine Kleidung ist allerdings traditionell. Eine Bluse und ein Rock aus bäuerlichen Stoffen. Das sieht man jetzt öfter als ein durchgehendes Kleid. Die Straße ist voller Pferde, Lastwagen, Menschen, möchtegern Gauchos und echter Gauchos. Pferde in allen erdenklichen Farben. Spannung liegt in der Luft. Das ist wirklich ein großer Tag, so wichtig wie Weihnachten oder Silvester, das wichtigste Event des Jahres. Wir sehen nur einen Bruchteil dessen, was die Leute dafür vorbereitet haben. Der Umzug wird wirklich eine große Sache. Ich weiß nicht, ob hier mehr Pferde oder mehr Autos unterwegs sind. Sie kommen aus all den kleinen Dörfern und Weilern im Hinterland. In seinem Inneren ist Uruguay nur sehr dünn besiedelt. Und zu einem Event wie diesem hier kommen sie noch aus 100 Kilometern Entfernung. Drei Reiter nebeneinander zu haben, dient der Organisation und Sicherheit. Was bedeuten die Rufe, die man hört? Sie rufen, es lebe das Vaterland. Es lebe die Heimat, die Tradition, die Kultur der Gauchos. Die Gaucho-Kultur erstreckt sich auf die ganze Familie. Alle machen mit, auch die Kinder. Manchmal bringen sie sogar ihren Hund mit. Drei Kulturen bilden die Wurzeln der Gauchos. Die Ureinwohner, die Europäer und die Afrikaner. Daraus hat sich die Gaucho-Kultur entwickelt. Zu den Ureinwohnern gehörten auch die Charrua und Guarani. Sie lebten weiter westlich. In Uruguay heißt es, sie seien ausgestorben, während es in Paraguay noch einige gibt. Aber wenn man diese Gesichter betrachtet, meint man doch, die alten Wurzeln zu erkennen. Genetische Merkmale, die nicht aus Europa stammen. Normalerweise nehmen 3.000 bis 4.000 Pferde und Reiter am Umzug teil. Das Fest dient dem Zweck, unsere Kultur lebendig zu halten. Vergessenes wieder auszugraben, alte Geschichten zu erzählen aus längst vergangenen Zeiten, als die Menschen noch in direktem Kontakt mit der Natur lebten. Als sie das, was die Natur bot, nutzten, um zu überleben. Und das waren in erster Linie Pferde. Dieser wilde Vierbeiner wurde gezähmt und in einen Freund des Menschen verwandelt, einen Verbündeten, der ihm half, große Distanzen zu überwinden und Tiere in Herden voranzutreiben. Kurz gesagt wurde das Pferd ein wichtiger Partner des Menschen in Zeiten, als das Land hier noch eine einzige riesige Grünzone war, die von Tieren, nicht von Menschen bewohnt wurde. Das Pferd war unverzichtbar. Es entwickelte sich ein ganz spezielles Verhältnis zwischen Pferden und Menschen. Eine Symbiose. Sie verschmolzen miteinander. Das Pferd verwandelt den Menschen in einen Krieger. Es erweitert seinen Horizont. Es macht ihn zum mutigen Draufgänger, zum treuen Freund. Das sind die Charaktereigenschaften des Gaucho. Mit der Fiesta erwecken wir die alten Traditionen wieder zum Leben, erinnern uns, woher wir kommen, wie wir gelebt haben und warum wir so sind, wie wir sind. Diese Band heißt Drei Bäume, Tres Arboles, und bildet den Abschluss des offiziellen Umzugs. Aber dahinter kommen noch Tausende von weiteren Pferden und Reitern. Nur werden die von der Jury nicht mehr bewertet. Ab jetzt ist alles nur noch Spaß. Jeder kann sein Pferd und seine Kleidung vorführen. Das ist Uruguay, wie es leibt und lebt. In den 1970er Jahren litt Uruguay unter einer brutalen Militärdiktatur. Kulturelle Veranstaltungen wie das Gaucho-Fest waren verboten.
Aber in den letzten 40 Jahren haben die Einwohner gelernt, sich für eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen, die ihre vielfältigen kulturellen Wurzeln gemeinsam feiert. Wie schön wäre es, wenn andere Länder, darunter auch mein eigenes, diesem Beispiel folgen würden. A mí me piden que cante para grabar en esta ocasión gente de Estados Unidos y a dejar una canción que estando en la patria gaucha mi fiesta deja gildeada ya está toda reunida y ya está la paisanada.